Hi. Hallo. Ich bin hier wieder mit Esther Mottier und jetzt haben wir gerade ein französisches Video gemacht und ich finde es einfach so wichtig, weil du sprichst ja Deutsch und dass wir wirklich auch uns an die deutsch sprechende Welt wenden, weil ich meine, die Esther Mottier von Château D hier hat das für mich das wunderbarste Projekt, was man sich vorstellen kann. Es ist ein Hotel oder vor allem ein Bauernhof als erstes. Und anstatt einfach diesen großen Bauernhof, wie das so viele jetzt machen, weil ihre kleinen Ställe halt nicht mehr genügen und so weiter, zu bauen, hast du gedacht, wie können wir ein Projekt machen, das einfach super inklusiv ist und das das Leben repräsentiert. Mhm. Und dann ist Votre Cercle de Vie entstanden, ihr Lebenskreis. Ja, genau. Magst du ein bisschen erzählen? Ja, natürlich, gerne. Also, ich wollte dich schon korrigieren, als du gesagt hast, es ist ein Hotel. Es hat Hotelzimmer auch, aber die sind einfach dazu da, dass die Menschen Zeit in der Verbindung mit der Natur verbinden können. Also die Idee ist wirklich, wir haben hier mitten im Herzen von Château D einen Demeterhof und wussten dann, es muss neue Stallgebäude geben, wir müssen uns anders organisieren und wollten das so machen, dass so viel als möglich Leben stattfinden kann. Genau. Und daraus entstand ist jetzt in den letzten 15 Jahren ein Projekt, ja, wo wirklich sehr inklusiv ist. Also die Idee ist, im selben Gebäude Mensch, Tier und Natur zusammenzubringen, verschiedene Möglichkeiten zu bieten, um auszutauschen, zu reflektieren, wie geht es unserer Welt, was brauchen wir. Und mit diesem Gebäude, oft sage ich, es ist eigentlich wie ein Buch, das Realität geworden ist, ja, wie ein Lernbuch. Ja, weil die Idee ist, dass wir, also das Gebäude wird natürlich auf der Kreislaufwirtschaft aufgebaut. Das sind natürliche Materialien ohne irgendwelche Lacke, Konservierungsmittel, die verwendet werden. Es ist total energieautark. Total begrünt. Es ist begrünt, es verwendet jeden Abfall, wird weiterverwendet, das ganze Abwasser wird vor Ort aufbereitet und so weiter und so fort. Das seht ihr alles auf der Webseite, wenn ihr euch dafür interessiert. Aber wichtig war für uns wirklich, dass der Ort nicht nur mit höchstem Respekt des Lebens gebaut wird, sondern so viel als möglich als Quelle für Inspiration und Lernen und auch für Quelle für Hoffnung. Weißt du, es gibt ja so viele Menschen, die sind so müde. Wir sind in einer anstrengenden Zeit mit unheimlich viel Potenzial. Und wir möchten jetzt einfach zeigen, das Potenzial ist nicht nur da, es lebt schon. Und jetzt ist es einfach wichtig, dass es materialisiert wird, dass man das wirklich anfassen kann, dass man sehen kann, doch, wir haben Lösungen in dieser Welt schon entwickelt. Wir bringen die gemeinsam auf einen Ort. Das sind ganz viele Pioniere, die mitgearbeitet haben. Also bis heute sind es über 700 Personen, die da ihr Know-how oder ihre Liebe, ihre Inspiration in dieses Projekt reinfließen lassen. Ich auch. Ja, Gokko auch. Danke vielmals, Gokko. Und von euch sicherlich auch viele. Ja, ja, einfach ein Ort, der dem Leben dient und auch der einfach Begegnung, ist, weißt genau, du? Genau, der Begegnung, ja. Oder? Wenn man dann hinkommt, dass man halt in Austausch geht, man nimmt sich Zeit, man kommt in Austausch, was eigentlich normal sein sollte, aber wir haben es verloren oder wir sind wirklich dran, uns zu verlieren, kann man sagen. Es ist wie wir haben einen Anker sicherlich nicht mehr gesetzt. Ja. Genau, es ist irgendwie wie ein Rettungsanker, kannst du sagen. Und es hat ein riesig, also ich denke einfach, diese Ausstrahlung von diesem Projekt, das ist sowas von gewaltig, weil was man auch wissen darf, das ist seit 15 Jahren, nee, bist du jetzt dran mit Nicolas, mit ihrem Mann. Und da sind drei Kinder auf die Welt gekommen und immer ist sie dran geblieben und sie ist durch die härtesten Mauern gegangen, kann ich sagen. Ich weiß nicht, wie du das geschafft hast, aber sie Schritt ist für Schritt. Durch Firmen, Kanton, Gemeinde, Bund, also du hast es überall geschafft. Es ist unglaublich. Ja, wir schauen jetzt, wie die nächste Etappe aussieht. Das ist vielleicht ein Punkt, also wo stehen wir heute? Vielleicht ist das die Frage. Ja, also es hat sicherlich Zeit in Anspruch genommen, viel mehr, als wir gedacht haben. Wir hatten wirklich am Anfang so 5 Jahre und dann ist das umgesetzt. 15. Ja, und jetzt ist es 15 und wir sind jetzt heute an einem Punkt, wo es entschieden wird. Also das heißt, letzten Winter war die öffentliche Baueingabe. Es gab auch Einsprachen von Leuten, die das Projekt nicht verstehen, weil sie sich beim Hotel wie angehalten haben. Also ich habe nur kurz geschaut, okay, um was geht's? Genau. Und es ist
wie die Hülle sichtbar, aber nicht wie die Verpackung. Weißt du, sie haben sich eigentlich nur für die Verpackung interessiert und nicht für den Inhalt. Und ich verstehe es auch ein Teil, weil es ist, weißt du, es ist ja so komplex. Wenn man Projekte, die auf Kreislaufwirtschaft aufgebaut sind, umsetzt, ist es komplex im Verstehen, weil es braucht Zeit. Und heute nehmen sich die wenigsten Menschen noch Zeit, bevor sie sich ein Urteil bilden. Und das ist jetzt hier die Herausforderung. Und wir haben einfach gesagt, okay, in dieser Phase ist auch wieder unheimlich viel Potenzial, weil es sind viele, viele, also wir haben diese Einsprache an alle Einsicht erhalten, wissen jetzt, werden jetzt nächste Woche fängt es an mit diesen Gesprächen, genau, wo ich mich sehr freue, wirklich diese Menschen zu begegnen und zu fühlen, was ist denn, wo ist etwas, was stört oder was macht Angst. Ich freue mich für Sie, dass Sie zu dir kommen dürfen. Ich freue mich auch, für mich Sie kennenzulernen. Also ich finde das wirklich, und auch fürs Projekt, weil ich glaube, dass nochmal dort wieder, ich bin sicher, dass wir wieder, wenn man an die Inspiration von so Herausforderungen glaubt, dann entsteht wirklich ganz vieles. Und auf das freue ich mich, ja. Genau, und jetzt eben, das ist auch dieses Crowdfunding, oder? Jetzt noch genau, ja. Crowdfunding. Genau, jetzt haben wir am Montag, am 13. Mai, wird ein Crowdfunding, das dritte Crowdfunding lanciert. Vielen Dank an alle, die uns schon begleitet, unterstützt, gecoacht und so weiter haben. Und das dritte Crowdfunding ist jetzt etwas speziell. Also das heißt, wir haben uns entschieden, wir möchten wirklich diese kollektive Intelligenz zurückgreifen auf euer Know-how. Das heißt, wir haben verschiedene so Minifilms gemacht mit Sophia de Meyer. Sie ist eine, wie sagt man das auf Deutsch? So eine systemische Innovation. Unternehmerin. Genau, jetzt sind wir im Stocken, vorhin alles auf Französisch war. Sie engagiert sich sehr, sehr stark und ist bei diesen neuen Formen von wie man miteinander Zukunft gestalten könnte, sehr aktiv. Sie arbeitet auch in Conseil d'Administration. In vielen Verwaltungsräten. Verwaltungsräten, ja, in vielen. Aha. Also sie hat da wirklich ein, das ist genial, aha, dass man jetzt Menschen wie die Sophia da reinnimmt, gell? Ja, es ist ganz, ganz eine tolle Entwicklung, ja, auch ja, wirklich von einem großen Kantonsspital oder von der Roma d'Energie. Und von der Universität. Ja, also es ist ja wirklich toll. Also es ist ganz eine tolle Entwicklung und sie hat diese Kurzfilme mit uns zusammen gemacht. Und die Idee ist wirklich, dass wir so kurz die Themen beleuchten. Ich erkläre den Teil voran vom Projekt. Sie kommt dann mit ihrem Netzwerken dazu und erklärt es im Gesamtkontext. Und die Idee ist dann, dass ihr uns antwortet. Was sind eure Reflexionen, eure Überlegungen? Was bewegt euch zu diesen Themen? Weil ich glaube fest auch, es geht zum Beispiel um Mobilität. Wie kann man heute noch Menschen... oder wie reist man irgendwo hin? Wie reist man, oder? Ja, genau. Oder auch Tourismus, ist das noch legitim in der Situation, wie die Erde genau heute unterwegs ist? Solche Sachen. Und darum haben wir gedacht, wir möchten dieses Crowdfunding kombinieren mit diesen Films, wo wir sehr gespannt sind, was ihr dazu antwortet. Und der zweite Teil, der speziell ist, im Herbst machen wir weiter. Seht hier, wir sind im Garten bei uns zu Hause mit vielen, vielen Heckenpflanzen und wir werden weiterfahren, Hecken anzubauen, weil das sind so richtige Oasen der Biodiversität. Es sind sehr unterschiedliche Pflanzen, die so gut miteinander kooperieren, wo das wirklich neues Leben entsteht. Und das ist doch das, was wir heute brauchen. Dieser Unterschied auch jetzt wissen bei der Einsprache, dass, oder auf Französisch sagt man Opposition, also wirklich ein hartes Wort, gegeneinander antreten. Und das ist es in unseren Augen gar nicht. Das sind einfach unterschiedliche Standpunkte, die doch aber miteinander wie einen fruchtbaren Boden geben könnten. Und ich glaube fest, dass das möglich ist. Und wir möchten das jetzt so versuchen und brauchen einfach dazu auch Unterstützung, weil das braucht Zeit, es braucht auch finanzielle Mittel, es braucht ein Team, das das bearbeiten kann. Wir haben natürlich auch Anwälte, die uns schon geholfen haben, das anzuschauen. Und jetzt brauchen wir euch und eure Meinung. Genau, um das geht es beim Crowdfunding. Und dann bauen wir im Herbst diese Hecken gemeinsam, damit wir auch konkret unsere Füße und Hände auf dem Boden behalten und weiter Zukunft gestalten. Ich finde das auch mit den Hecken finde ich so spannend, weil also man weiß es ja, es gibt ja diese Zwischenhecken, gell? Es gibt ja eben so diese Zwischenräume. Genau. Es gibt so diese Zwischenhecken und da weiß man, dass nebendran
alles besser wächst, ja, weil das Brummen halt von den, gell, von den Bienen und das Zwitschern der Vögel und so weiter, das stimuliert das Wachstum. Das Wachstum, ja, das finde ich so schön. Es ist einfach, ja. Genau. Es ist so schön, also ich finde wirklich sehr berührend. Lebend ist einfach berührend. Es ist so berührend. Ja. Und das ist eigentlich das Gleiche, was im Wortreserve de Vie passieren wird, oder? Da kommen Menschen miteinander in Begegnung, wo sich vielleicht sonst nie treffen würden. Es kommen wirklich auch ältere Menschen, auch mit jüngeren Menschen, mit wirklich interessierten Menschen. Man erfährt einfach eine ganz andere Zusammenarbeit, als was man sonst gewohnt ist. Ja. Ja, ich sehe es wirklich wie ein lebendiger Organismus, wo Leben stattfindet. Genau. Und da freuen wir uns auch sehr. Also wir sehen es ja jetzt auch schon auf dem Weg dazu. Also wir haben so tolle Menschen kennenlernen dürfen. Also ich fühle mich oft auch sehr privilegiert, diesen Weg gehen zu dürfen, auch wenn er manchmal sehr steinig ist und manchmal auch man durch Mauern gehen muss. Es ist diese totale Skiwoman, also echt, was du da alles... ja, mit einem tollen, tollen Umfeld und einer tollen Familie, darum ist es auch möglich. Und meine Rolle ist hier einfach jetzt dieses an der Front zu sein, wirklich dort vorauszugehen und mit Menschen zu begegnen und zusammenzubringen. Ich sage oft der Brückenbauer, weißt du, zwischen all diesen Feldern, ja, weil auf dieser Welt gibt es so viel Potenzial. Und das ist sicherlich auch etwas, dieses Projekt soll das Potenzial... Was möglich ist, wenn Menschen sich entscheiden, gemeinsam Zukunft zu gestalten, oh, das ist einfach so kraftvoll. Und darum ist es uns eine Herzensangelegenheit, dass wir das jetzt wirklich so weiter begleiten dürfen, in dieser Art und Weise, damit wir idealerweise nächsten Jahr möchten wir anfangen mit dem Bau. Ja. Jetzt schauen wir mal. Ja, genau. Und ich glaube, wir dürfen wirklich verstehen, dass dieses Projekt, das ist wirklich unser aller Projekt, glaube ich. Ja, das ist wirklich richtig, ja. Das ist unser Traum, was wir alle spüren in uns drin. Auch, ja. Und du hast es jetzt einfach wirklich geschafft, schon da hinzukommen, wo ihr jetzt seid. Und ja, dass es möglich wird. Also wir dürfen wirklich träumen. Ja. Wir dürfen hoffen. Ja, ich glaube, das ist wichtig. Das ist die Botschaft der Hoffnung, dass es wirklich, und gerade für die jüngste Generation oder die jetzt, die jungen Menschen, die jetzt aus der Schule auch kommen und in diese Welt eintreten, hey, das braucht positive Botschaften, wirklich. Es braucht wirklich positive Botschaften, die zeigen, es kann durchaus gehen. Und es ist nicht zu spät. Es ist jetzt der Zeitpunkt, dass wir gemeinsam uns dafür entscheiden. Jetzt passiert's. Ja, genau. Ja. Das machen wir. Ja, ja, ich bin gespannt. Ja, danke dir für alles, Esther. Danke dir, Coco. Deiner Familie und allen. Danke euch allen. Euch, ja, vielen Dank, dass ihr da seid. Und ja, das berührt uns sehr. Alles Liebe. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tar de yasamahar, tar de yachmadar, ayo. Rar de yasamahar, tar do.